Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. Herrliches Wetter. Ich glaube, heute ist ein guter Tag. Nichts wie raus mit uns, aber aus dem Fenster. Und hepp. Autsch. Ah, das war eine Bruchlandung. Vielleicht hätte ich doch lieber die Tür nehmen sollen. Naja, ist ja noch alles heil. Na los, springen Sie! Oho, im Gegensatz zu meinem Sprung war Ihrer 1A. Riechen Sie das auch? Hier muss irgendwo ganz in der Nähe ein See sein. Das würde auch das Froschkonzert von heute Nacht erklären. Nicht nur ein See, sondern auch ein Boot und auf der anderen Seite ein Wald. Wie wäre es, wenn wir uns das Boot schnappen und rüberrudern? Nach dem Gestank der Kuhweide wäre frische Waldluft jetzt ganz recht. Packen Sie mal mit an. Hau, ruck! Hau, ruck! Hau, ruck! Und rein! Oh, geschafft. Tja, jetzt kommt die Frage aller Fragen. Soll ich rudern oder rudern Sie? Ja. Da hilft dann nur Schnick, Schnack, Schnuck. Also, auf los geht's los. Schnick, Schnack, Schnuck. Ach, verdammt. Doch kein guter Tag heute. Geben Sie die Ruder schon her. Och, ist das süß, dort auf dem Baum am Ufer. Sehen Sie das Vogelnest und wie die kleinen Vögelchen ihre Schnäbel aufreißen? Muss ganz schön anstrengend sein für die Mutter. Dauernd muss sie los, um Fressen zu finden und dann die Mäuler ihrer Jungen zu stopfen. Sag mal, bei Vögeln überhaupt Mäuler? Schnäbel stopfen würde merkwürdig klingen. Naja. Jedenfalls erinnert mich das an so manche Beziehungskonstellation. Die kleinen Vögelchen sind unersättlich, wenn es um Würmer geht. Und manche Menschen sind unersättlich, wenn es um das Erfüllen ihrer Erwartungen geht. Ganz gleich, was der Partner für sie tut, sie werden dennoch nie wirklich glücklich sein. Und wissen Sie, warum nicht? Weil sie das, was sie bekommen haben, nicht aus eigener Kraft bekommen haben. Und das schlägt ihnen aufs Gemüt. Sie wissen, dass sie wie ein kleines Vögelchen in einem Nest immer wieder den Schnabel aufreißen müssen, um etwas zu bekommen. Das gilt übrigens nicht nur für die Partnerschaft, sondern auch für andere Fälle, in denen man sich auf die Hilfe seiner Mitmenschen verlässt. Auf die Eltern, auf Freunde, auf den Staat. Ja, natürlich, man kann so vielleicht ein angenehmes Leben führen. Aber Sie werden mir sicherlich zustimmen, dass sich ein Mensch, der sich auf andere verlässt, nicht wirklich frei fühlen kann. Schließlich ist er auf die Kraft anderer angewiesen, weil er seine eigene Kraft nicht spürt. Er ist seinen Mitmenschen also gewissermaßen ausgeliefert. Und Unfreiheit wie diese kann einfach nicht glücklich machen. Nun könnte man sagen, na gut, dann soll dieser Mensch doch einfach hin und wieder das Nest verlassen, damit aus ihm mit der Zeit ein starker, eigenverantwortlicher Vogel wird. Tja, das wird er aber nicht tun, weil er keine Flügel hat. Zumindest denkt er, dass er keine hat. Er hatte schlicht und einfach vergessen,
weil er seine Flügel schon lange nicht mehr benutzen musste. Er ist all die Zeit nicht mit seiner Kraft in Berührung gekommen, weil er jeder Herausforderung aus dem Weg gegangen ist. Er musste zum Beispiel schon lange nichts mehr allein unternehmen und weiß gar nicht mehr, wie man alleine Spaß haben kann. Oder er musste schon lange nicht mehr seinen inneren Schweinehund überwinden und sich einen Job suchen. Und deswegen wird er das Nest nicht verlassen. Er denkt, dass er nicht die Kraft dazu hat und auf sich gestellt niemals glücklich sein wird. Wer sich auf die Kraft anderer verlässt, spürt irgendwann nicht mehr seine eigene Kraft. Und wer seine eigene Kraft nicht mehr spürt, wird auch weiterhin auf die Kraft anderer bauen und ein Leben in Unfreiheit führen. Tja, Freiheit hat also ganz stark etwas mit dem Spüren seiner eigenen Kraft zu tun, auch wenn das Leben dadurch unbequemer ist. Aber nehmen wir das Vogelnest von gerade eben. Was denken Sie, macht die kleinen Vögelchen glücklicher? Immer bequem im Nest zu bleiben oder irgendwann die Flügel auszubreiten und durch die Lüfte zu fliegen? Ich glaube Zweiteres. Fliegen ist zwar unbequemer, aber Komfort ist für Glück eben nicht entscheidend. Nicht umsonst gibt es unzählige Geschichten, die uns lehren, dass ein goldener Käfig nicht glücklich macht. Im Falle der Vögelchen bedeutet Glück vielleicht, aus eigener Kraft durch die Lüfte zu fliegen, den Wind zu spüren und die grenzenlose Weite wahrzunehmen, die man nur dort oben erblickt, auch wenn es anstrengend ist. So wie das Rudern, verflog nochmal. Ich denke, dass jeder Mensch wie ein Vögelchen genug Kraft hat, seine Komfortzone zu verlassen und die Anstrengungen des Lebens zu meistern. Und vielleicht kann man die Sache ja anders sehen als einen Sprung hinaus aus dem Nest in ein anstrengendes Leben. Und zwar als den ersten Schritt in die Freiheit, um jenen kraftvollen Menschen zu entdecken, der man wirklich ist. Wissen Sie was? Jetzt werde ich Ihnen dabei helfen, den kraftvollen Menschen zu entdecken, der Sie wirklich sind, indem ich nun feierlich die Ruder unseres Bootes in Ihre Hände übergebe. Puh, endlich ausruhen. Volle Kraft voraus!